voll ist. Fasching ist vorbei, heute ist Aschermittwoch und heute wird traditionell politisch abgerechnet. Ich begrüße im Namen vom Kompaktmagazin und vom Altenburger Bürgerforum, das uns immer kräftig unterstützt, dafür ein großes Dankeschön. Heute Abend mal wieder Geschichte schreiben, weil wir haben Aschermittwoch traditionell in Bayern. Da war heute der Seehofer. Es kommt noch schlimmer. Da war die Frau Merkel. Und da war der Schulz. Von der Teilnehmerzahl werden wir sie heute Abend alle hier toppen. Ich glaube, wir haben gute Geld, die gute Leute gezahlt. Altenburg ist damit Aschermittwoch Spitze. Und wir haben auch eine super Musik. Vielen Dank für die Band. Und ich würde dann auch sagen, wir sollten diesen Aschermittwoch, so wie früher Franz Josef Strauß oder der Schönhuber von den Republikanern, die haben das ja jedes Jahr gemacht, in Passau oder in Vilshofen, wir sollten es vom Kompaktmagazin ab sofort jedes Jahr hier in Altenburg machen. Auch die Zuschauer bei unserem Livestream. Der Abend wird übertragen im Internet auf Kompakt.tv und auf unseren anderen Kanälen. Auch Pegida hat es übernommen und BI News. Ich freue mich, dass ich denke schon einige hunderttausend heute Abend mit zugucken werden. Ich glaube, es ist ein gutes Publikum und wir haben vor allem gute Redner. Ich darf ganz kurz den Ablauf erklären. Vom gastgebenden Bürgerforum Altenburg wird zunächst der Gunter Seifert sprechen, dann der örtliche Kandidat von der AfD, Robby Schlund, Dr. Robby Schlund. Dann werden wir begrüßen. Den Löwen von Magdeburg, André Poggenburg. Das beste Wahlergebnis für die AfD jemals eingefahren hat, davon können sich die Wessis eine Scheibe abschneiden. Nach André Poggenburg kommt Jens Meyer aus Dresden. Bekannt geworden, bundesweit, in Dresden war er schon immer bekannt, aber bundesweit bekannt geworden nach seiner Rede zusammen mit Björn Höcke Mitte Januar. Und daraufhin wurde er von der AfD in Sachsen auf Platz 2 der Bundestagsliste gewählt. Und ich freue mich sehr, dass er heute hierher gekommen ist. Meine Wenigkeit wird dann am Schluss noch den kleinen Ausgang machen. Ich darf zuerst Herrn Dr. Seifert vom Altenburger Bürgerforum. Ich freue mich auch, dass Sie so zahlreich hier zur Kompaktinformationsveranstaltung gekommen sind und bedanke mich beim Organisator, unserem Jürgen Elsässer, auch im Namen des Altenburger Bürgerforums, dass ich ein paar einleitende Worte an Sie richten darf.
Ganz herzlichen Dank auch unserem Gastgeber, dem Gasthof Cosma. Die beweisen hier sehr viel Mut, uns zu bewirken. Liebe Bürger, schaut bitte auch mal auf der Website vom Gasthof Cosma rein, unter www.kulturhof-cosma.de, und gebt mal ein paar Likes und ein bisschen Zustimmung, denn der Betreiber hier wird von der anderen Seite sehr stark angefeindet. Facebook! Also schaut einfach mal auch virtuell vorbei, ja? Gut. Okay. Also, ich beginne mal mit Heinrich Heine. Denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Aber noch besser als mit Heinrich Heine lässt sich die derzeitige Situation mit einem Zitat des Verfassungsrechtlers und Juraprofessors Hans-Herbert von Arnim von der Universität Speyer beschreiben. Er konstatiert: Das Grundübel unserer Demokratie liegt darin, dass sie keine ist. Das Volk, der nominelle Herr und Souverän, hat in Wirklichkeit nichts zu sagen. Besonders krass ist es auf Bundesebene entmündigt, obwohl gerade dort die wichtigsten politischen Entscheidungen fallen. Jeder Deutsche hat die Freiheit, Gesetzen zu gehorchen, denen er niemals zugestimmt hat. Er darf die Erhabenheit des Grundgesetzes bewundern, dessen Geltung er nie legitimiert hat. Er ist frei, Politikern zu huldigen, die kein Bürger je gewählt hat, und sie üppig zu versorgen mit seinen Steuergeldern, über deren Verwendung er niemals befragt wurde. Insgesamt sind Staat und Politik in einem Zustand, in dem nur noch Berufsoptimisten oder Heuchler behaupten können, er sei aus dem Willen der Bürger hervorgegangen. Besonders anschaulich wird Letzteres am Trauerspiel der Bundespräsidentenwahl. Wobei man wohl eher von einer abgekarteten Alibi-Veranstaltung mit nordkoreanischen Geschmäckle denn einer echten Wahl reden müsste. Ähnlich verhält es sich in Deutschlands ältester Partei. Dort wird ohne vorherigen Parteitag ein abiturloser Eurokrat zum Kanzlerkandidaten in Heiland geführt. Und dann berauscht man sich an den Umfragewerten ganz so, als verwechsle man SPD mit LSD. Auch außenpolitisch erleben wir stürmische Zeiten. Deutschland hat sich mit seiner besserwisserischen Politik international gefährlich isoliert. Man heuchelt Bündnistreue und verunglimpft gleichzeitig einen tatsächlich demokratisch gewählten US-Präsidenten als Hassprediger. Während man im Inneren vom Mars bis an die Merkel sozusagen während man im Inneren fleißig George Orwells 1984 nacheifert, indem man Neusprech als Political Correctness definiert und unser Bundesjustizminister mit der Amadeo-Antonio-Stiftung ein Wahrheitsministerium gegen Hate Speech etabliert.
Und gleichzeitig versuchen diese Chlorophyll-Sozialisten von grün bis links das Grundgesetz zu verbiegen und alle hierher gelaufenen mit dem Staatsureigenen Wahlrecht zu beglücken. In der naiven Hoffnung, dass diese dann mit ihren 7 oder 14 Identitäten fleißig links SPD oder Grüne wählen. Welch ein Stimmenzuwachs wäre dies im Gegensatz zu den frustrierten, schon lange hier lebenden Dunkeldeutschen. Ja, unsere Politnomenklatura behandelt mittlerweile frei nach Bertolt Brecht, der einst spöttisch sagte, das Volk hat das Vertrauen der Regierung verscherzt. Wäre es da nicht doch einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes? Gegen solche Bestrebungen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, muss man aufbegehren. Das Altenburger Bürgerforum ist ein überparteiliches Forum. Altenburger sind Senfweltmeister und wir geben natürlich unseren politischen Senf mit gehöriger Schärfe zu aktuellen Themen hinzu. Wir entwarfen und verteilten 20.000 Exemplare unserer Bürgerzeitung. Die können Sie auch unten am Eingang noch bekommen. Und in dieser Zeitung prangerten wir die verfehlte Lokal- und Landespolitik an. Das werden wir auch weiterhin tun. Natürlich stehen wir deswegen auch unter Beschuss. Wie man auch am Boykottaufruf gegen das Theater sehen kann, das hiesige Altenburger Theater. Mittlerweile ist man sogar bis ins ZDF dazu übergegangen, diesen Aufruf zusammenhangslos in einen pauschalen, fremdenfeindlichen Akt umzudeuten. Zur Klarstellung. Wir kritisieren weder die Hautfarbe eines Hauptdarstellers, oder andere künstlerische Freiheiten. Wir boykottieren aber Künstler, welche sich abseits des Theaters auf politischer Bühne und auf Kosten unserer Stadt inszenieren wollen. Wir sind überparteilich und wir kritisieren natürlich nicht nur in die eine Richtung. Wir sind auch über die innerparteilichen Querelen beim Hoffnungsträger AfD verärgert. Und wir hoffen, dass sich diese Partei zusammenrauft und ähnlich konstruktiv mit internen Meinungsverschiedenheiten umgeht, wie wir es in unserem Forum seit nunmehr fast 2 Jahren praktizieren. Liebe Landsleute, im September geht es um alles oder nichts. Bitte, bitte geht zur Wahl und macht das Kreuz an der richtigen Stelle. Oder, wer das nicht machen möchte, werdet Wahlbeobachter und schaut dem System auf die Finger. Ein drohendes Linksrot-Grün die Demokratie ad absurdum führt, sieht man schon in unserem schönen Thüringen. Hierzulande versucht gerade eine linke Landesregierung mit gerade mal 2 Sitzen Parlamentsmehrheit ihr eigenes Volk zu verklagen. Nur weil dieses sich so beharrlich einer unsinnigen Gebietsreform widersetzt.
Sie mich meine Rede schließen mit einem Zitat von Mahatma Gandhi, der sagte einst, zuerst ignorieren Sie uns, dann verspotten Sie uns, dann bekämpfen Sie uns, aber am Ende werden wir siegen. Ich danke Ihnen. Ich danke der Bundeshalb für diese kämpferische Rede. Er und das Bürgerforum Altenburg sind wirklich eine super Truppe und man kann sich nur wünschen, dass überall im Land solche Initiativen entstehen, wo beherzte Bürger sich nicht vorschreiben lassen von den Meinungsterroristen, die denken, weil sie Theater beherrschen, könnten sie auch Bürger kujonieren. So geht es ja nicht weiter und solche Gegenkräfte aus der Bürgerschaft brauchen wir unbedingt. Jetzt darf ich bitten, unseren lieben André Bonkoy. Altenburg. Also, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Dr. Robby Schlund und heute ist Aschermittwoch. Und Aschermittwoch ist der Tag, wo man so richtig vom Leder lässt. Ich habe hier meine kleine Rede, die lasse ich lieber sein, sondern da ging es darum, Ihnen so einen Kosakentanz vorzuführen, weil das zum Aschermittwoch passt und gegen die Russland-Sanktionen sein soll, aber im Prinzip ist Folgendes passiert. Ich fahre früh Auto, was man so macht, und man schaltet MDR Thüringen ein. Ja. So, also, ja, man schaltet ein, um mal zu hören, was wieder so im Lande los ist. Was hört man da? Aschermittwoch. Das ist die Zeit, wo man beginnt zu fasten. Fasten? Ja, toll. Die Kirche meldet sich zu Wort. Wir haben da eine Idee, vielleicht haben Sie das gehört. Man soll einfach die Dinge wegschieben. Man soll sich einfach Zeit nehmen und alles hingeben und ein bisschen Zeit abwarten und Müßiggang. Aber wir brauchen keinen Müßiggang in diesem Land. Wir brauchen Selbstdisziplin, mit der wir die 51% packen. Gut, vielleicht noch nicht ganz 51%. Den Kosakentanz habe ich Ihnen versprochen. Wenn wir die 51% packen, dann mache ich Ihnen den Kosakentanz im klassischen Kosakenkostüm der Posterer Donkosaken. Vielen Dank. Volles Haus, diese Altenburger Bude rockt. Vielen Dank erstmal dafür. Und es wurde richtig gesagt, vorhin schon großen Respekt und vielen Dank an die Altenburger an sich erstmal und natürlich an den Gasthof Cosma, der hier wirklich mit Courage das durchzieht, ja nicht das erste Mal heute,
die wissen natürlich, was linke Anfeindungen sind, haben einen geraden Rücken. Diese Courage brauchen wir in unserem Land viel, viel öfter. Ich darf und möchte aber noch einen kleinen Gruß loswerden. Auch wenn es da vielleicht unterschiedliche Meinungen gibt. Und zwar an den besten Kreisverband Deutschlands, natürlich den Burgenlandkreis hier unten vor Seen. Andere Meinungen dazu werden auch gerne zugelassen, aber das ist mein und wen wundert, es ist natürlich auch mein Kreisverband. Danke. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, werte Mitstreiter, geschätzte Patrioten. Ich freue mich einmal mehr mit Ihnen und euch und natürlich dem Kompaktmagazin eine deutliche politische Ansage an die da oben, also an die völlig Abgehobenen, machen zu dürfen. Heute nun zum Aschermittwoch und unter dem Thema gegen Schulz und Merkel das Volk an die Macht. Wie sicher bemerkt wurde, habe ich Sie heute trotz Aschermittwoch nicht mit Narren und Närrinnen oder Ähnlichem begrüßt. Warum? Ganz einfach. Die sitzen nämlich gemeinsam in ihrer wirren Merkel-Einheits- und Narrenfront und garantiert nicht hier. Trotzdem wollen wir aber auch hier, trotzdem wollen wir gemeinsam heute und hier mit klarer Kante, wie gewohnt, aber auch heiter, sodass es sich lohnt, den Etablierten ein Ständchen geben und dabei ordentlich Patriotismus leben. Alle zusammen, das brauchen wir. Tja, Schulz oder Merkel, das ist heute die Frage. Es tut mir leid, bevor wir diesen Gedanken zu Ende bringen, drängt sich eine Antwort schon auf. Nämlich, wer bitte von denen ist denn vielleicht das kleinere Übel? Dass beide von übler Sorte sind, das hingegen steht natürlich erstmal für uns außer Frage. Schulz oder Merkel, das ist heute die Frage. Martin Schulz, zweimal an der 11. Klasse gescheitert und vom Gymnasium geflogen. Mittlerweile allerdings mit mehreren Ehrendoktorwürden versehen. Da kann ich nur sagen, gewusst wie. Ehemaliger Buchhändler, Jugendfußballer, dessen Bibel nach eigener Auskunft der Kicker war. Wenigstens ein Punkt, der ihn etwas sympathisch macht. Aber das legt sich gleich wieder, Sie können sich drauf verlassen. Denn auf welcher Position spielte er damals wohl? Wer weiß es? Das ist jetzt kein Quatsch, sondern leider todernst Linksverteidiger. Wenn das mal kein Omen war. Und die Sympathie hat sich damit auch gleich wieder gelegt. Angela Dorothea Merkel, Kanzlerin der Herzschmerzen, vielen auch nur als die unendliche Geschichte bekannt. Mit die Raute, mit Vorzeige DDR-Karriere bis zum Physikdiplom und zum Doktor in Naturwissenschaften. Einigen auch als IM Erika bekannt, aber mehrere Reisen. Damals Helmut Kohls Zögling, später dessen Gegner. Einmal, man glaubt es nicht, einmal in der Allianz für Deutschland aktiv. Später und bis heute
bester Helfershelfer der linksradikalen Deutschlandabschaffer. Also eine Frau mit sehr, sehr kleinem Wendekreis. Bildlich gesprochen. Und wir alle wissen ja, wie Bild bildet. Ja, wer nun? Schulz oder Merkel bleibt erstmal die Frage. Wir haben ja nun schon einige Unterschiede bei den beiden Ehrenleuten ausmachen können. Aber liebe Freunde, da gibt es auch ganz große Gemeinsamkeiten. Beide sind lupenreine Eurokraten und stehen für ein EU-Monstrum, welches keine gemeinsame funktionierende Währungsunion oder auch nur das Gefühl von einem geeinten Europa zustande bringt. Dafür aber gerne bis ins kleinste Bogenglas jedes Privathaushaltes hineinregieren will. Das ist die Idee. Beide wollen auch, dass wir, dass Deutschland diesen ganzen Hokuspokus zudem auch noch als Haupt- und Dauerzahler bezahlt. Beide stehen mittlerweile für einen völlig linksverklärten Zeitgeist, dessen größtes Ziel übrigens die Abschaffung Deutschlands, die Vernichtung deutscher Identität und das Auslöschen altdeutscher Werte und Tugenden ist. Tugenden, die übrigens im Ausland sehr hoch angesehen sind, die irgendwie immer nur in Deutschland schmuddelig wirken, ist mir mal aufgefallen. Dass sie damit allerdings auch dem Melkesel Europas den Garaus machen und dann keiner mehr bleiben würde, der diese ganze EU-Kasperei finanzieren könnte, scheint im linken Denkprozess irgendwie irrelevant zu sein. Oder aber, Schulz und Merkel sind doch ganz anders drauf. Sie sind heimliche EU-Gegner und wollen dieses Hirngespinst Europäische Union auf Anweisung von Übersee scheitern lassen, indem sie eben den Hauptzahler Deutschland langsam aber sicher dem Neokommunismus und Multikulti ausliefern und damit in einem Sozialschmarotzern untergehen lassen. Wer weiß schon, was die Wahrheit ist. Aber auch dieser Gedanke muss eben erlaubt sein, bringt uns aber der Frage Schulz oder Merkel noch nicht wirklich weiter. Irgendwie bleibt man immer wieder bei der Frage hängen, wer denn nun eben das kleinere Übel wäre. Und es drängt sich stärker und stärker die Antwort auf: keiner. Wie schrieben einige Kommentatoren zu einem Facebook-Beitrag auf die Frage Schulz oder Merkel, es ist die Wahl zwischen Pest und Cholera. Natürlich würde ich mich als überaus seriöser Parlamentarier solche Äußerungen niemals anschließen, dem Gedanken aber schon. Sehr geehrte Damen und Herren, der Ausdruck die Qual der Wahl gewinnt urplötzlich eine ganz andere, eine fast apokalyptische Bedeutung. Und noch nie habe ich den Begriff Schmerz so stark im Kontext dieses eigentlich geläufigen Spruches verortet. Ich hoffe doch sehr, Ihnen geht es bei dieser satten Auswahl ganz genauso. Das Wahlmotto dazu könnte übrigens heißen: Will man sich länger mit Merkel quälen oder doch den Schulz mal wählen? Wäre ein Motto dazu, ging mir gerade durch den Kopf. Wissen
wissen Sie, für mich ist der Schulz doch der eigentliche Favorit. Ich gehe nämlich davon aus, das ist meine ganz persönliche Meinung, dass mit dem Schulz das Ende dieser deutschen volksfeindlichen Altparteienpolitik einfach schneller naht. Deswegen ist es mein Kandidat. Ganz beachtlich war übrigens auch, wie die Systempresse ihren neuen SPD-Star hypte. Obwohl dieser nun von Haus aus doch recht wenig mitbringt. Man übertraf sich förmlich mit Lobeshymnen auf den gestandenen ehemaligen Präsidenten des EU-Parlaments als den neuen linken Heilsbringer. Wer so viel Rückenstütze durch linke Medien braucht, hat selbst wohl nicht allzu viel in petto und könnte Garant für einen schnellen künstlichen Aufstieg, aber auch für einen baldigen realen Abfall sein. Das wäre natürlich. Liebe Freunde, nicht gepushte verantwortungslose Galionsfiguren, nicht verräterische Volksvertreter, nicht Lobbyismusprofiteure braucht das Land. Deutschland braucht eine neue politische Alternative. Und wir von der AfD fordern das Volk an die Macht. Wie es heute Thema ist. Denn das Volk, der einzelne Bürger und Steuerzahler, ist es nämlich, der letztlich für alle politischen Entscheidungen die Quittung tragen muss und niemand anders. Schulz oder Merkel? Keiner dieser Karrieristen darf letztlich die Geschicke dauerhaft in die Hand bekommen. Und wer immer bei den beiden das Rennen macht, er wird die Karre nicht aus, sondern weiter in den Dreck fahren, und zwar gewollt, absichtlich und vorsätzlich. Dabei wird er aber nun endlich mit der AfD nicht nur in den Landtagen, sondern auch im Bundestag erstmals eine nationale Oppositionspartei im Wege haben, die diesen Namen auch wirklich verdient. In diesem Sinne, lasst uns Patrioten zusammenstehen, wurde vorhin schon gesagt, lasst uns zusammenstehen für ein friedliches Europa der Vaterländer, für ein freies, demokratisches Deutschland mit Volksentscheiden im Auftrag unserer Ahnen und im Vermächtnis für weitere deutsche Generationen. So soll es sein. Eure geschätzte Aufmerksamkeit. Danke. Der hat dann gar einen Hitlergruß.
Ja? Deswegen müssen wir immer so ein bisschen raffiniert sein, dann machen wir so. Also gar nicht zu hoch, oder wir machen so, das geht doch noch. Ja, also ich ball die Faust, das ist dann auch noch erlaubt, aber alles andere kommen wir dann in die Braunzone rein und wir werden dann gleich vom Boulevard runtergeschrien. Ja? Also jedenfalls, super Publikum, super Rede, André Poppenbund, und jetzt Meier, bitteschön. Schönes Wochenende. Dann ist es für mich natürlich eine besondere Ehre, Herrn Poppenburg mal selber kennenzulernen. Ja, er hat mich vorhin gar nicht erkannt. Das hat mich sehr gefreut. Ja, mittlerweile dürfte ich ja Deutschlands bekanntester Richter sein. Das hat mich gefreut, weil ich mit meinen Leuten, mit denen ich heute hierher gekommen bin, auch in der Innenstadt war. Und da wurde diese Veranstaltung demonstriert, unter anderem auch von der Antifa. Und wir haben uns da ganz interessiert daneben gestellt und keiner hat mich erkannt. Ja, Herr Poppenburg ist ja wirklich ein vorbildlicher Patriot, das muss man sagen. Und er hat ein wunderbares Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt geschafft. Das ist wirklich ganz große Klasse und er kann sich da einreihen in die mit Höcke, Gauland, Kalbitz und einigen anderen. Und ich hoffe, mich selbst auch mal dazu rechnen zu können. Bei dem Aufstellungsparteitag hat ja Björn Höcke mich in diese Reihe gestellt. Ja, das ist dann auch von vielen Leuten zur Kenntnis genommen worden. Nicht alle waren darüber erfreut. Und dann möchte ich mich natürlich ganz besonders auch beim Kompaktmagazin und bei Herrn Elsässer persönlich bedanken, dass er das hier ermöglicht hat. Vielen Dank. Ein wahres Trommelfeuer auf mich abgefeuert worden nach meinem Auftritt im Ballhaus Watzke. Ich war da ja eigentlich nur so eine untergeordnete oder Nebenfigur. Der Hauptredner war ja der Herr Höcke, der Björn Höcke. Und, der da gerade hochgezeigt wird. Für mich ist vor allen Dingen der Spruch darunter von Bedeutung. Ja, geht aufrecht. Ich bin gerade beim Anzeigen wegen Volksverhetzung und der Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener. Ja, was das da zu suchen hatte. Dann wollte mich auch die Sachsen-AfD, also jedenfalls die Oberen dort, wollten mich aufschlachten und kurz einen Prozess mit mir machen. Und nun habe ich in den letzten Tagen, manche haben das vielleicht mitbekommen, auch noch Post von der Antifa bekommen. Ja, da hat der Staatsschutz bei mir angerufen und ich habe gedacht, oje, was habe ich denn jetzt wieder verbrochen? Ne? Aber das war genau umgekehrt, die wollten eigentlich mich schützen. Bisher habe ich davon noch nicht viel gemerkt. Ja, das Ermittlungsverfahren ist eingestellt worden im Februar, Parteiordnungsverfahren zur Aufnahme. Das war eine schwierige Zeit.
Zeit für mich. Ja, also als Dichter wegen Volksverhetzung angezeigt zu werden, ja, das ist nicht das, was man sich zum Geburtstag wünscht. Das kann ich sich vorstellen. Was mich in dieser ganzen Zeit getragen hat, waren Leute um mich herum, die mich ermutigt haben, das durchzustehen. Die mich geradezu in der Pflicht sahen, das durchzuhalten. Ich sehe mich auch in der Pflicht, das weiterhin durchzuhalten. Ansporn genug und auch, ich muss sagen, der Lohn für Haltung. Liebe Freunde, wir kommen jetzt zum eigentlichen Thema dieser Veranstaltung, Merkel und Schulz, das Volk an die Macht. Man könnte jetzt hier die ganze Zeit darauf verwenden, einen Karlauer nach dem anderen herauszuhauen. Das bietet sich bei diesen beiden Figuren ja geradezu an. Das will ich jetzt hier nicht so tun, weil wir haben ja heute Aschermittwoch und die Bühnenreden sind irgendwie vorbei, obwohl man da geneigt ist, das irgendwie fortzusetzen. Ja, hinzu kommt noch, wenn sich dieses Doppelpack durchsetzt, dann droht uns Gutes. Merkel, ich bin da in der Reihenfolge so ähnlich. Ja. Können Sie sich noch an die Fotos von ihr aus dem Anfang der 90er Jahre erinnern? Ja, teilweise waren da auch so Schwarz-Weiß-Fotos im Umlauf, ne, die man auch gesehen hat. Eine völlig unscheinbare Figur. Ja. Die Frau kam wie eine graue Maus über. Wie jemand, der im Windschatten eines anderen mitsegelt. Herr Pombuch hat das vorhin auch so ein bisschen angesprochen. Punkt. Plötzlich war sie Kanzlerin. Obwohl diese Frau über keinerlei charismatische Qualitäten verfügt. Sie ist keine mitreißende Rednerin, sie hat auch keine großen Visionen. Das wird immer so behauptet, aber sie hat keine großen Visionen. Sie ist ein Mensch von völliger Unauffälligkeit. Ich würde sagen, von geradezu auffälliger Unauffälligkeit. Ihr Politikstil ist mehr operativ angelegt. Es wird aus der Situation heraus gehandelt, scheinbar auch ohne wirklich große Planung. Einfach mal so. Erinnern Sie sich an Fukushima, die Katastrophe? Erst wurden die Laufzeiten für die Atomkraftwerke verlängert, dann plötzlich als Fukushima irgendwas in Japan passiert war, da meinte man nun, man müsste den Ausstieg aus der Kernenergie forcieren. Die Energiewende wurde eingeleitet, nach den mir zur Verfügung stehenden Informationen soll das wohl noch teurer kommen als die Euro-Wette. Ja, für uns Verbraucher und für den Steuerzahler. Ein Wahnsinn. So, dann kam das Jahr 2015 und das ist ja verbunden mit diesem Satz, wir schaffen das. Ja, die Politik der offenen Grenzen, die Selfies, die da gemacht wurden, mit der Folge, dass da noch mehr sich animiert gesehen haben, in dieses Land zu kommen. Und jetzt mündet das ja sogar in dem Satz, der hier vorhin schon mal angeklungen ist, Volk ist jeder, der in dem Land lebt. Das ist jetzt das Neue. Völliger Wahnsinn, ne? Wenn sich das überlegt. So, jetzt zu Martin Schulz. An Herrn Schulz gefällt mir, dass er aus einer schweren Lebenskrise herausgefunden hat. Er hat das Abitur vergeigt, aus der Fußballerkarriere wurde nichts. Bevor die Alkoholsucht ihn gänzlich erwischt hatte, hat er allerdings noch eine Buchhändlerlehre erfolgreich abgeschlossen. Das ist für Politiker des Establishments auch nicht immer der Fall, dass die überhaupt eine abgeschlossene Buchhändlerlehre haben. Immerhin,
vielleicht alle diesen Spruch, wer nichts wird, wird, wird. Da könnte man bei Martin Schulz sagen, wird's nichts mit dem Profikicker, werd ich SPD-Politiker. Ja, ob man nun diesen Weg zurückgelegt haben muss, um die Qualifikation als Kanzlerkandidat zu erwerben, weiß ich nicht, wage ich auch eher zu bezweifeln. Aber Herr Brockenburg hat vorhin so ein bisschen die Unterschiede betont. Ich will jetzt mal auf die Gemeinsamkeiten eingehen. Was haben die beiden eigentlich gemeinsam? Gemeinsam ist ihnen das Fehlen jedes wirklichen Charismas. Beide Personen leben von der Darstellung der Mainstream-Journalie und werden von dieser getragen. Aus sich heraus ist da gar nichts vorhanden. Ja, sie verkörpern das, was Rudi Dutschke mal mit dem Begriff Charaktermaske bezeichnete. Heute sagt man eher Funktionsmaske. Letzteres halte ich für den besseren Begriff. Funktionselite bedeutet, da bekleidet jemand eine hohe Position, die personell besetzt sein muss, ja Kanzler muss ja irgendjemand sein, ist aber so profillos, dass er jederzeit austauschbar ist. Die Austauschbarkeit steht dabei im Vordergrund bei diesen Figuren. Jemand, der austauschbar ist, ist nicht wirklich souverän. Das ist eigentlich zunächst mal eine gute Botschaft, denn eine Demokratie lebt von einem steten Wechsel der Funktionsträger. Wenn man aber das eigene Volk, den jedenfalls nach der Verfassung eigentlich dazu bestimmten Souverän, als frei manipulierbare, amorphe Masse einschätzt, die von der Mainstream-Journalie und den öffentlich-rechtlichen Medien nur in die gewünschte Richtung gelenkt werden muss, dann fragt sich, wer der wirkliche Souverän innerhalb der so geformten politischen idealen Klasse ist. Das Volk spielt nur noch eine geringe Rolle. Diese politisch ideale Klasse muss im Prinzip nur aufpassen, um an der Macht zu bleiben, dass man den Laden und insbesondere den Informationsfluss unter Kontrolle hält. Bei frei zugänglichen Informationsquellen ist dies schwierig, wie zum Beispiel im Internet. Aber auch hier arbeitet man dran, das unter Kontrolle zu bringen. Unter dem Deckmantel Hate Speech zu bekämpfen, versucht man, den Informationsfluss auch im Internet zu kontrollieren bzw. die Oberhoheit zu gewinnen. Bisher mit mäßigem Erfolg. Deshalb ist das Internet für uns von der AfD auch so wichtig. Erinnern Sie sich mal an die Bürgerkriegsszenen aus Frankreich. Ja, die öffentlich-rechtlichen Medien haben darüber überhaupt nicht berichtet. Ja, den Frontverlauf in der Innenstadt von Paris konnte man nur über das Internet nachvollziehen. Dort brannten die Autos, da flogen Stangen und Molotow-Cocktails auf die Polizei, die wiederum in so einer Prätorianer-Gardenausrüstung da auf die Demonstranten und auf die Migranten losging. Darüber wurde überhaupt nichts berichtet, und das ist deshalb so bemerkenswert, wo doch die Aussöhnung mit Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg und die deutsch-französische Freundschaft von erheblicher Bedeutung war. Das ist ja praktisch unser wichtigster Partner in der EU. Und darüber Ihnen auch nochmal verdeutlichen, warum das im September unbedingt klappen muss mit uns in der AfD. Denn es steht uns sehr übles bevor. Eine einfach Vereinsmitglied ist jetzt hier im Raum, die vergibt auch Karten. Dieser Verein ist auch bereit, überregional Schulungen durchzuführen. 3G-Gipfel, was bedeutet das? Grundgesetzgipfel in diesem Sprachgebrauch. Am 14. November 2016 fand der 9. Integrationsgipfel statt. Eingeladen hatte Frau Merkel und die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Frau Staatsministerin Aydan Özoguz. Und Migrantenverbände. Dort wurde ein Impulspapier vorgestellt, das man sich auch selbst im Internet anschauen kann, ist etwa 28 Seiten stark und da ist nichts geheim irgendwie. Also man kann sich das wirklich angucken, das tut wahrscheinlich niemand. Geplant ist danach eine Grundgesetzänderung. Artikel 20 des Grundgesetzes soll durch einen Artikel 20b ergänzt werden. Und ich lese Ihnen das jetzt mal vor. Es ist schon ein bisschen spät, aber ich lese Ihnen das vor, das müssen Sie sich mal anhören.
Die Bundesrepublik Deutschland ist ein vielfältiges Einwanderungsland. Sie fordert gleichberechtigte Teilhabe, Chancengerechtigkeit und Integration aller Menschen. Aller Menschen. Können Sie sich das vorstellen? Das wollen die ins Grundgesetz schreiben. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat das schon so ein bisschen weiter aufgegriffen. Und da gibt es so einen Leitfaden, den die herausgegeben haben. Da steht das nicht in dieser Deutlichkeit drin. Da wird gezweifelt, ob das so notwendig ist und so weiter. Aber das ist SPD-Politik. Das kommt. Bei dieser Änderung handelt es sich um eine Staatszielbestimmung, an der sich die weitere Gesetzgebung ausrichten soll. Interessant ist, wie man sich das vorstellt. Ich will Ihnen das mal sagen. Einbindung von Migrantenorganisationen im Gesetzgebungsverfahren. Stellen Sie sich das mal vor, das ist geplant. Unterstützung durch den Staat beim Aufbau und Professionalisierung der Migrantenorganisationen. Die Zertifizierung von Migrantenorganisationen als legislative Antidiskriminierungsbeauftragte. Ja, diese Migrantenorganisationen werden dann zur Strafpolizei. Das ist doch jetzt schon schlimm genug. Und die haben dann auch die Deutungshoheit darüber, was jetzt rassistisch ist, was nicht rassistisch ist. Stellen Sie sich das mal vor. Es sollen Zielquoten für Führungskräfte eingeführt werden, speziell in der Bundesverwaltung. Der Ministerialbeamte im Bundesministerium ist dann ein Migrant. Verstetigung der Angebote der Flüchtlingshilfe und Ausbau der Selbstorganisation der geflüchteten Menschen. Das heißt, das ist auf die Zukunft gerichtet und dient vor allen Dingen dazu, dass der finanzielle Background erhalten und vergrößert wird. In dem ganzen Impulspapier werden nur Forderungen gestellt. Nie ist die Rede davon, dass Zugewanderte auch etwas an die Gesellschaft in Deutschland zurückgeben sollen. In der Wirtschaft würde man diesen Plan als feindliche Übernahme bezeichnen. Wir werden all jenen vehement entgegentreten, die unsere selbstverständliche Zugehörigkeit zur Einwanderungsgesellschaft und unseren Teilhabeanspruch in Frage stellen. Freunde, nochmal, hier wird die feindliche Übernahme unserer Heimat geplant. Unser Deutschland soll zur Beute werden. Das ist ein Plan. Wollen wir das zulassen? Ja, und jetzt gucken wir mal zurück in die Nachkriegszeit. Manche von Ihnen haben es, die Älteren haben es erlebt. Ich bin ja eigentlich auch schon ein bisschen älter, bin aber durch die Eltern auch darüber informiert gewesen, wie das gewesen ist in den 50er Jahren, wo es 3-4 Tage in der Woche irgendwie Eintopf gab, einmal Fleisch, die 48-Stunden-Woche, wo man 2 Hosen hatte, ja, und so weiter. Wie die Leute gelebt haben, welche Opfer sie bringen mussten, um dieses Land wieder so schön aufzubauen. Soll das alles weggegeben werden? So, und darum müssen wir jetzt als AfD unbedingt erfolgreich sein und auch, das müssen auch die Leute aus der bürgerlichen Mitte irgendwie einsehen, dass sie uns unterstützen, denn wir müssen diese verfassungsändernden Mehrheiten verhindern, eine Sperrminorität müssen wir haben, damit diese Wahnsinnspläne nicht in die Tat umgesetzt werden können. Unserem Interesse, nicht nur im deutschen Interesse, das geht auch uns in der AfD an.
Denn für die AfD ist diese Entwicklung, diese Eigendynamik, die sich so langsam entwickelt, auch sehr gefährlich. Erinnern wir uns mal zurück an die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Januar 2017. Die NPD wurde nicht verboten. Die NPD wurde aber für verfassungsfeindlich erklärt und deshalb nicht verboten, weil man sie für bedeutungslos gehalten hat. Ja, weil man der Auffassung war, dass die nicht in der Lage sind, ihre verfassungsfeindlichen Ziele umzusetzen. So, wir als AfD sind nicht bedeutungslos. Na? So, und das wird auch über den längeren Zeitraum, hoffe ich, mal so bleiben. So. Wir sind im Moment auch nicht verfassungsfeindlich. Das, was wir machen, steht den Grundaussagen des Grundgesetzes nicht entgegen. Wir sind keine verfassungsfeindliche Partei. Aber wir können verfassungsfeindlich werden. Nämlich, wenn wir zu unserem Programm wie ein Fels in der Brandung stehen und sich aber die Rechtslage drumherum ändert. Ja, wenn plötzlich das Grundgesetz da mit Artikeln versehen wird, die wir nicht mittragen können. Ja, das ist für uns gefährlich. Ich glaube nicht, dass man zu einem Parteienverbot kommen wird. Ja, also Sachsen-Anhalt, Herr Poggenburg, 25%, ja, ein Viertel der Wähler für zu verfassungsfeind zu erklären, wird wohl nicht möglich sein. Aber die werden die Parteienfinanzierung, da werden die irgendwie dran drehen. Das kann irgendwann mal kommen, mittelfristig oder langfristig. Und das kann für uns ein Problem darstellen. Ich bin aber nicht der Meinung, dass wir das so lösen sollten, dass wir unser Programm ändern und immer dann dem Grundgesetz, so wie die sich das denken, hinterher machen. Sondern wir versuchen, bei unserer Linie zu bleiben. Die SPD versucht ja nun, alte sozialdemokratische Tugenden wieder zu beleben und soziale Gerechtigkeit in den Vordergrund zu stellen. Soziale Gerechtigkeit, haben wir im Kreisverband darüber diskutiert, das ist ja eigentlich ein Sozi-Begriff, na, wenn der Neid feige ist, dann nennt er sich Gerechtigkeit. Ja. Ja, also im Prinzip geht es ja um soziale Absicherung, den Sozialstaat. Hartz IV soll nun kosmetisch aufgebessert werden, da sollen so ein bisschen die Bezugszeiten verändert werden und so weiter. Das wird dann irgendwie als soziale Wohltat in den Vordergrund gestellt und alle klatschen und Martin Schulz steht super da. Ich sage euch, die Forcierung der Immigration, wie das zum Beispiel mit diesem Impulspapier beabsichtigt ist, ist das unsozialste Programm, das es gibt und das trägt den Namen SPD unter anderem. Das ist im Grunde genommen nur Augenwischerei und ein unbedeutendes Nebenthema. Im Ergebnis führt die Masseneinwanderung, wie wir sie haben, die mal mehr, mal weniger ist, aber immer sich weiterentwickelt, zu einer Implosion des Sozialsystems. Sieferle hat das mal so ausgedrückt in seinem Buch Das Migrationsproblem. Der Zusammenbruch des Sozialstaats ist nicht zu vermeiden. Er wird beschleunigt, wenn die immer geringer werdende Zahl der belastbaren Leistungsträger sich durch Abwanderung verkleinert. Es wird irgendwann deutlich werden, dass eine Welt von No Borders, No Nations zugleich auch eine Welt von No Welfare sein muss. Am logischen Ende dieses Prozesses steht eine institutionelle Ordnung, die auf sozialstaatliche Leistungen ganz verzichtet und sich darauf beschränkt, rechtsstaatliche Prinzipien durchzusetzen. Ja, da wird dann Jan Arbeitsmann wieder sagen können, wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Da kann ich nur all denen sagen, die meinen, sie müssen jetzt immer noch im Spektrum der politischen Klasse, also bei den Altparteien ihr Kreuz machen. Ich immer nur sagen, habt ihr es noch alle? Ja? Vor allem die kleinen Leute, die Rentner,
die Hartz-IV-Empfänger, die Geringverdiener, sind doch die Opfer dieser ganzen Entwicklung. Und auch hier kann ich nur mit Bertolt Brecht noch am Schluss sagen, nur die dümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber. Weil wir hatten noch einige Kosten, etwa 1000 Euro, noch ein bisschen mehr für Saal, Sicherheit, Werbung und so weiter. Und okay, wir haben Eintritt frei gemacht, weil wir Altenburg lieben, aber wenn ein bisschen was zurückkommt, wäre uns trotzdem ganz lieb. Ich bin Deutscher und ich werde nicht zulassen, dass unser schönes Deutschland vor die Hunde geht. Und es geht vor die Hunde, wenn wir die da oben nicht loswerden. So ist es! Im Jahr 2015, das sind die offiziellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes, haben 1 Million Inländer, das heißt deutsche Staatsbürger, aber auch fleißige Ausländer, die Bundesrepublik verlassen. Und dafür kamen 2 Millionen Migranten, vor allem auch Asylanten aus islamischen Ländern zu uns. Das ist ein Bevölkerungsaustausch. Die Guten und Fleißigen gehen. Und die Kriminellen und Gefährlichen und Nichtsnutzen kommen rein. Und wenn die Merkel jetzt auch noch sagt, zum Volk gehört jeder, der in Deutschland lebt, dann spricht sie die gängige Praxis auch noch frech aus. Das ist nicht nur Volksverrat. Das ist auch Verrat und Bruch des Grundgesetzes und dafür muss sie eigentlich angeklagt werden. Jedenfalls sage ich, wenn die Regierung das Volk austauschen will, dann muss das Volk die Regierung austauschen. Wir wollen auch nicht unsere Brüder und Schwestern in der islamisch besetzten Zone in Westdeutschland vergessen. Ich war in Heidelberg. In Heidelberg, letzten Samstag, haben wir wieder einen Amokläufer gehabt. Amokfahrer. Ein Mann tot. Ein 35-Jähriger ist seine Verletzungen erlegen.
Und was erfahren wir von der Polizei? Schon nach kürzester Zeit kein terroristischer Hintergrund. Und wir erfahren auch, es war ein Deutscher ohne Migrationshintergrund. Aber wir würden doch gerne von der Polizei, nach allen Erfahrungen, die wir gemacht haben, nicht mit den ordentlichen Polizisten, die den Kopf hinhalten, sondern mit der Polizeibürokratie, wollen wir doch gerne mal von der Polizei erfahren, welchen Vornamen hat eigentlich dieser Deutsche? Und welche Religion hat dieser Deutsche? Wir sind einfach ein bisschen skeptisch, weil an einem Wochenende solche Amokfahrer in Heidelberg, in London und in San Francisco unterwegs waren. Das kommt mir ein bisschen komisch vor. Und was ist es eigentlich für ein Amokfahrer, der erst zwei, drei Leute umfährt, dann aus dem Auto rausspringt und schon das Messer in der Hand hat? Also so richtig Bio-Deutsch kommt er nicht rüber. Jedenfalls sage ich unseren Brüdern und Schwestern in Heidelberg, lasst euch dies nicht gefallen, bohrt weiter nach bei der Presse und bei der Politik und verteidigt Heidelberg, denn das ist ein Stolz Deutschlands. Oder denken wir an Leipzig, diesen Stachel im an sich noch weitgehenden, intakten Fleisch des Ostens. Am letzten Wochenende wurde einer festgenommen, der hat zwei Frauen zerstückelt. Schon im letzten Sommer wurde einer verhaftet und angeklagt, der hat ein Ehepaar zerstückelt. Also Leipzig ist sowas wie die Zerstückelungshauptstadt Deutschland geworden. Der eine war ein Tunesier, der aktuelle ist ein Mongole. Wahrscheinlich kein Muslim. Aber ich sage mir, das ist egal. Diese Gewalttäter, die Tod und Verderben in unsere Städte bringen und nach Leipzig bringen, haben hier nichts verloren. Und Leipziger, lasst euch das nicht gefallen, verteidigt Leipzig und Leipzig ist Deutschland. Letztes Wochenende Rott am Inn in Bayern. Mehrfamilienhaus. Da haben sich Rentner darüber beklagt, die Musik ist so laut in der Wohnung drunter. Die haben Party gemacht. Kommt der Türke raus und sticht die beiden ab. Zwei Leute tot. Und ich frage Sie, wo haben Sie das in der überregionalen Presse oder in der Tagesschau gelesen? Das wird alles verschwiegen. Die GZ-Medien machen heile Welt und verschweigen, dass am letzten Wochenende zwei Tote in Leipzig zerstückelt, ein Toter in Heidelberg und diese zwei Toten in Rott am Inn in Bayern aufgetaucht sind. Das heißt, wir haben nicht nur die 12 Toten vom Breitscheidplatz, sondern das passiert fast Woche für Woche, dass Deutsche oder gute, anständige Ausländer von dem hereingekommenen Facharbeiter-Kropfzeug abgeschlachtet werden und wir erfahren es nicht. Und da sage ich zu den Bayern und den Heidelbergern und den Leipzigern, lasst euch das nicht gefallen, macht es öffentlich, wehrt euch, denn wir müssen Deutschland verteidigen. Thema des Abends, dieser sympathische Herr. Also damit kommen wir, wer denkt, genug mit Räkel und jetzt nehmen wir den.
der kommt nicht vom Regen in die Traufe, sondern vom Regen in die Jauche. Und ich weiß schon, es ist nicht alles von den Medien gemacht, der Hype jetzt. Ja, also natürlich machen die jetzt Propaganda. Sozusagen, weil die Eliten melken selber. Merkel ist hat so fertig, man kann die ja nicht mehr sehen. Aber es gibt sozusagen auch einen gewissen rationalen Grund, warum die Leute jetzt eher zu Schulz tendieren. Denn irgendwie ist er doch ein Mensch. Gerd Mäkel ist eine Art Politikroboter. Das muss man sagen. Also ihre ganze Sprechweise, ihre Motorik, ihre Gestik, ihr Gesichtsausdruck, das wirkt alles so kalt. Das kann die Leute nicht mehr begeistern. Und jetzt haben wir mit Schulz einen Typen, der kann fluchen, der kann laut sein, der kann auch mal Pipi aus den Augen trinken und der sieht so, zumindest so aus wie einer, mit dem man auch gerne ein Gläschen Bier trinken würde. Das ist natürlich auch den ersten Blick sympathisch. Aber liebe Leute, es gibt Situationen, da ist eine Maschine weniger gefährlich als ein Mensch. Und das ist die Situation, vor der wir stehen. Ich glaube, der Schulz ist gefährlicher. Und wenn wir... verschiedene Politikfelder durchdeklinieren, dann merken wir das. Also die Merkel hat ja immer gesagt, wir schaffen das. Ja, das ist ja wie eine Sprechpuppe. Das wird einfach immer wiederholt, bis Blut kommt. Aber der Schulz ist emotionaler. Der legt auch noch in diesen blödsinnigen Willkommensquatsch, legt er auch noch Emotionalität rein und sagt, was die Flüchtlinge zu uns gebracht haben, ist wertvoller als Gold. Oder nehmen wir die Türkei-Politik. Also Merkel steckt tief im Erdogan-Darm. Aber der Schulz will ja noch tiefer rein und die Türkei sogar noch in die EU reinholen. Nehmen wir die Euro-Politik. Natürlich, die Merkel hat in der Großen Koalition die ganze Euro-Rettungspolitik gemacht, wo jetzt 750 Milliarden an deutschen Steuergeldern im Feuer stehen, falls es zusammenbricht. Aber auch da will Schulz noch ein Stück weitergehen, damit auch noch Euro-Bonds, die dann unsere Sparguthaben noch verpfänden. Oder nehmen wir die Russland-Politik. Natürlich, die Merkel war immer der Kettenhund von Obama, der gebellt hat, wenn die Amis was gegen die Russen machen wollen. Jetzt fällt der Amerikaner weg, weil Trump ja einigermaßen vernünftig ist. Jetzt haben wir mit Schulz einen, der sich selber bellt und die EU stark macht. Und jetzt wird schon geredet über deutsche Atomwaffen. Und da sage ich, nein zu dieser Politik der Sozialdemokraten, die mit der alten Friedenspolitik von Willy Brandt nichts zu tun hat, das ist gefährlich und da können wir als deutsches Volk nicht hingehen. Dass es bei Schulz und Merkel nichts auszuwählen gibt, zeigt allein schon die Tatsache, dass ja beide scharf drauf sind, die Grünen in die neue Regierung zu holen. Und die Grünen sind ja die Schlimmsten. Wollen wir wirklich einen Außenminister Cem Özdemir haben, dessen Qualifikation als Muslim darin besteht, dass er uns stärker mit der islamischen Welt vernetzt? Wollen wir einen Familienminister dann Daniel Cohn-Bendit haben, nur weil der Erfahrungen mit den kleinen Lolitas in einer Frankfurter Kita gesammelt hat. Oder einen Verkehrsminister Anton Hofreiter, der alle Verbrennungsmotoren ab dem Jahr 2030 nicht mehr zulassen will. Aber die haben ja noch andere im Angebot.
nehmen wir Katrin Göring-Eckert. Die ist ja so politisch korrekt. Man wundert sich, warum die ihren ersten Namensbestandteil noch nicht getilgt hat. Das ist doch alles Nazi. Fällt mir immer der Witz ein, wo ein paar Skinheads, was bestellen Skinheads beim Chinesen? Nazi-Göring. Also jetzt haben wir Nazi-Göring genannt und die hat doch tatsächlich im deutschen Fernsehen gesagt, das ist Tatsache, die hat doch tatsächlich gesagt, die Dresdner Frauenkirche ist von den Nazis zerstört worden. Wie eine wie dumme Kartoffel muss man sein, um das nicht nur zu denken, sondern auch noch auszusprechen. Und ich wiederhole, diese Frau ist eine dumme Kartoffel. Und wenn sie mich deswegen vor Gericht ziehen will, dann sehe ich den Prozess mit großer Freude entgegen, denn bei dieser Frau, die möchte ich gerne dabei sein. Und ich würde nicht mehr dieses Geschichtsverständnis solcher Leute anhören. Dann freue ich mich doch wirklich über unseren Björn Höcke. Der Kragen platzt und man ein bisschen übers Ziel rausschießt. Das muss auch mal sein. Geh doch auf keine Kuhhaut, wie wir als Deutsche schlecht geredet werden und unsere Geschichte als reine Verbrechergeschichte dargestellt wird. Was soll denn das die ganzen 1000 Jahre auf 12 Jahre einzudampfen und immer nur darauf rumzuträufeln. Das ist doch Schlechtmacherei, wie es schlimmer nicht geht. Wir haben doch Leistungen in dieser Geschichte. Wir haben in diesen 1000 Jahren deutscher Geschichte große Kulturleistungen, große wissenschaftliche Leistungen und auch große politische Leistungen. Die deutschen Kaiser und die deutschen Heere haben die Islamisierung des Abendlandes im Mittelalter zurückgeschlagen. Und da sage ich Dank. Und Herr Gott nochmal, keiner will doch den Holocaust abschreiben oder relativieren. Aber die Frage muss doch erlaubt sein. Warum haben ausgerechnet wir dieses Denkmal im Berliner Regierungsviertel und die anderen haben keine Denkmäler. Wo ist denn in Istanbul oder Ankara das Denkmal für die ermordeten Armenier? Und wo ist in Washington das Denkmal für die ermordeten Indianer? Und wo ist in London das Denkmal für die ermordeten Dresdner? Wir haben unsere Verbrechen in der Geschichte, aber andere haben sie auch.
Und da gilt das Wort unseres großen Nationaldichters Bertolt Brecht, der gesagt hat in seiner Kinderhymne, nicht über und nicht unter anderen Völkern wollen wir sein. Und daran wollen wir uns orientieren. Der Göring gesagt, ja, wir wollen eine 180-Grad-Wende in unserer Geschichtsbetrachtung oder Vergangenheitsbewältigung. Okay, ich wäre mit 100%, mit 100 Grad zufrieden. Aber manchmal muss man vielleicht 180 Grad sagen, um 100 zu bekommen. Und ich bin nicht gegen Vergangenheitsbewältigung. Ich bin schon dafür, dass wir uns den Verbrechen stellen und sie nicht leugnen. Aber was macht denn unsere Bundesregierung? Jetzt schicken sie Panzer an die russische Grenze über Litauen. Da frage ich mich, was ist das für eine Vergangenheitsbewältigung, die immer nur alles richtig macht für Israel, aber nicht für das Hauptopfer des Zweiten Weltkrieges, die Sowjetunion Russland. Diese Flinten-Uschi, dieses Blondie im rosaroten Kostüm, das die Feldmarschall spielen will, die schickt deutsche Soldaten als Kanonenfutter für angloamerikanische Ölinteressen nach Osten auf den Spuren der Wehrmacht. Das ist das Gegenteil von Vergangenheitsbewältigung. Da werden die gleichen Fehler von 1941 und die gleichen Verbrechen nochmal gemacht. Wenn es eine wichtige Lehre aus der Geschichte gibt, dann ist es doch die, Deutsche und Russen dürfen sich nie mehr gegeneinander hetzen lassen. Göring hat auch noch was anderes Wichtiges gesagt in seiner Dresdner Rede. Und das gehört auch zum Thema des heutigen Abends. Die AfD darf nicht der Steigbügelhalter und der Juniorpartner für die Unionsparteien werden. Meine Damen und Herren, die AfD
darf die Macht nicht für sich selbst verlangen, sondern die AfD muss dem Volke dienen. Egal ob Nazis oder Kommunisten, haben uns immer ins Unglück geführt. Wir brauchen eine Volksmacht wie in der Schweiz. Das heißt der parlamentarische Absolutismus und die Parteienherrschaft muss austariert werden durch umfassende Möglichkeiten für Volksbegehren und Volksentscheid auf allen Ebenen. Wenn die AfD den Bundeskanzler stellt, dann muss das die erste Maßnahme sein. Und damit die AfD die Bodenhaftung nicht verliert, bin ich dringend dafür, die Abgeordneten-Diäten der AfD-Leute müssen abgeführt werden bis auf Facharbeiterniveau. Es hat keinen Sinn, es hat keine Berechtigung, wenn ein Parlamentarier viel mehr verdient als einer, der an der Maschine oder am Band steht. Der Facharbeiter ist der Maßstab. Es muss friedlich passieren. Aber natürlich brauchen wir einen Systemwechsel Richtung Schweizer Modell und Richtung der guten alten deutschen demokratischen Tugenden. BRD heißt, die BRD ist nicht Deutschland. Die BRD ist eine Schrumpfform von Deutschland. BRD heißt, dass eine GEZ-Verweigerung ins Gefängnis gesperrt wird und ein vermutlicher Terrorist frei herumlaufen kann und noch nicht mal ausgewiesen wird. Diese Bewegung der Art der Leute von Deutschland zurück. BRD heißt, dass ein Harzer, um seine paar Kröten zu bekommen, alle mündlichen Nachweise vorlegen muss, sich nackig machen muss. Aber ein Asylant, der kann alle Personalpapiere wegwerfen und trotzdem kassieren und oft noch doppelt und dreifach. Diese BRD wollen wir nicht nur für Deutschland sehen. Und BRD heißt, dass ein Patriot aus Koblenz, der gewagt hat, Claudia Roth, aufgrund seiner eigenen Meinung und seines eigenen Empfindens, als ekelhaft zu bezeichnen. Der wurde zu 3000 Euro verknackt, aber der Türke aus Hamburg, der gesagt hat, die Deutschen sind eine Köderrasse, der wird freigesprochen. Wir wollen unser Deutschland zurückhaben. Aber wir müssen uns darauf einstellen, die Bretter, die zu bohren sind, sind verdammt dick. Und bei allem, was wir erreichen können, und wo ich auch dabei bin als Nicht-Parteimitglied, die AfD im September stark zu machen, wir müssen die AfD möglichst stark machen. Nicht wegen Frauke Petri und schon gar nicht wegen Markus Pretzell. Und übrigens auch nicht wegen Björn Höcke oder einzelnen anderen Personen.
Wir müssen die AfD stark machen, weil sie der Knüppel ist, mit dem wir die Altparteien Grün und Blau schlagen können. Oder ihrem Führungspersonal nicht ganz einverstanden sind. Da geht es gar nicht um diese einzelnen Personen, es geht um das Volk. Aber selbst im Übrigen bin ich der festen Überzeugung, die AfD ist in ihrer Basis, in ihrer Mitgliedschaft so aufgeweckt und so gesund, die lassen sich von keiner Führung auf den Kopf rumtatzen. Das hat damals Lucke zu spüren bekommen und das werden jetzt auch andere spüren. Die AfD-Basis bietet für die Einheit Sorge. Aber wie wir es eben wissen, ich glaube, im Herbst, im September wird es noch nicht über 20% großartig rausgehen. Das heißt, die AfD wird in der Opposition bleiben. Und dann werden wieder diese Schalmeiengesänge anfangen zu sagen, in der Opposition kann man doch nichts erreichen. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Und zwar sind das beste Beispiele für die Grünen. Die Grünen waren in den 80er, 90er Jahren immer in der Opposition. Die haben 5% gehabt, 7% gehabt, 8% gehabt, aber waren immer in der Opposition. Trotzdem hat diese kleine Partei erreicht, dass der Atomkraftwerksneubau auf Null gegangen ist. Und an diesem Beispiel könnt ihr uns ein Vorbild nehmen, nur andersrum. Wenn die Grünen den Atomkraftzubau aus der Opposition heraus auf Null gebracht werden, dann können wir auch die Einwanderung aus der Opposition heraus auf Null bringen. Parlaments vertreten ist. Die Grünen haben die Atomkraftwerke gestoppt, weil sie eben nicht nur im Parlament waren, sondern weil sie auch außerhalb des Parlaments 10.000, 20.000, 100.000 Leute gegen AKWs auf die Beine gebracht haben. So müssen wir auch 10.000, 20.000, 100.000 Leute gegen das Merkel-Regime und gegen die offenen Grenzen auf die Beine bringen. Das ist unsere Pflicht und deswegen müssen wir alle zusammenstehen. Die Abgrenzerritis macht keinen Sinn, liebe Frau Petri. Liebe Frau Petri, reißen Sie sich am Riemen und reißen Sie Ihren Ehemann am Riemen. Es kann nicht sein, dass in der AfD Abgrenzeritis gegen Höcke, gegen Poppenburg und andere gute Leute grassiert und dass man sich gegen die Identitären und andere tapfere Kämpfer gegen Pegida auf der Straße abgrenzt. Wir brauchen die Einheit, die Liberalen, die Christen, die Konservativen, die Identitären, eine große Einheit, Partei und Bewegung und wir als Kompakt, als Sprachrohr auf der publizistischen Ebene, das ist das einige Volk und dieses einige Volk wird siegen. Deswegen schließe ich mit der Nationalhymne Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland an, auf das wir alle stehen. Brüderlich, Herz und Land.
noch nicht fertig, es kommt noch was. Wir haben auf jeden Fall noch die Kapelle für den Abschluss. Und wir haben am Telefon, wird gleich hier eingestöpselt in den Lautsprecher, wir haben am Telefon als Überraschungsgast noch Björn Höcke. Platz nehmen, an der Technik wird noch gebastelt. Björn Höcke hat ja heute Abend noch eine Fraktionsveranstaltung, aber er ist uns zugeschaltet und es handelt sich jetzt nur noch um die richtige Buchse, die man da reinstecken muss. Also ich kenne mich nicht aus, aber die Techniker sind dran. Und danach haben wir natürlich noch die Kapelle und wir werden am Schluss natürlich gemeinsam die Nationalhymne singen. Was bekommt? Jedenfalls, das sage ich jetzt auch für unsere Zuschauer, die über die Live-Übertragung dabei sind. Wir haben übermorgen schon die nächste Veranstaltung von Kompakt Magazin in Northeim in Niedersachsen. Dort mit dem Co-Vorstandssprecher von Nordrhein-Westfalen, dem Martin Renner, und dem Landesvorsitzenden der AfD, Paul Appel aus Niedersachsen. Und am 8. März, also heute in einer Woche, bin ich auf Einladung der AfD München-Ost in der bayerischen Landeshauptstadt. Und überall ist das Thema gegen Schulz und Merkel für die Einheit der AfD, natürlich. So, jetzt warten wir gespannt.
wenn dies gefahrlos möglich ist, tippe zuerst auf die Nacht. Selbst die Telekom boykottiert uns hier schon. Kein Empfang. Telekom hat alle Leitungen ausgeschalten. Und trotzdem ist der Björn Höcke im Herzen hier bei uns in Altenburg. Und wir bei ihm. Ja, es hat nicht geklappt mit Björn Höcke, aber es wird sich sicherlich in Bälde wieder eine Gelegenheit geben, ihn live zu erleben und kompakt live zu erleben. Ich danke Ihnen fürs Kommen, bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.